Österreich hat Veränderung gewählt, aber was bedeutet das im Konkreten für uns alle? Die 60-Stunden-Arbeitswoche wird mit dem Deckmantel der Flexibilität eingeführt. Dahinter steht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich länger arbeiten sollen und müssen und dafür keine zusätzliche Abgeltung bekommen. Hartz IV in Österreich wird am Ende des Tages stehen, wenn der Sozialabbau durch Schwarz-Blau initiiert weiter betrieben wird. Die Sozialversicherung in ihrer jetzigen Daseinsform, die grüne Versicherungskarte, diese Aspekte sind alle in Gefahr und drohen kaputt gespart zu werden. Die Sozialpartnerschaft, hier liegt eine besonders perfide Vorstellung der schwarz-blauen Regierung vor, soll finanziell kaputt gespart werden. Der Sozialstaat in seiner jetzigen Ausprägung gehört auch meiner Meinung nach natürlich modernisiert, aber zum Besseren gewandt und nicht rückgebaut, wie es hier Schwarz-Blau betreiben wird. Mit der Einführung der 60-Stunden-Woche werden Arbeitnehmerinnen länger pro Tag arbeiten müssen, ohne dafür zusätzlich zu entschädigt zu werden. Das alles unter dem Deckmantel der Flexibilität. Ich halte das für keine gute Zukunftsprognose und es wird auch zu stärkeren Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen dergleichen führen. Diese Zukunft haben wir uns so nicht vorgestellt und ich würde sagen, viele Millionen Arbeitnehmerinnen auch nicht bewusst gewählt. Veränderung in der Bildungspolitik. Zucht und Ordnung müssen wieder herrschen, wenn es nach Schwarz-Blau geht. Die Studiengebühren werden eingeführt, denn die Arbeiterkinder sollen genau wissen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Dazu fehlen mir eigentlich die passenden Worte und Erklärungen. Massenquartiere für Flüchtlinge polarisieren nicht nur die Gesellschaft, sie würden auch zur Verelendung beitragen. Österreich ist den Weg der privaten, der kleinen Einheiten gegangen. Viele Tausende, zigtausende freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer im Jahr 2015. Viele engagierte Vereine, NGOs wie Diakonie und Caritas werden durch diese Politik der Verelendung verächtlich gemacht. Die schwarz-blaue massive Mindestsicherungskürzung trifft natürlich viele und auch mehr Österreicherinnen und Österreicher als Asylberechtigte. Und es trifft vor allem die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die Kinder. Kinderarmut ist ein zentrales Problem weltweit. Österreich hat bis dato immer eine Politik verfolgt, diese Kinderarmut möglichst zu minimieren. Mit der massiven Kürzung der Mindestsicherung wird die Kinderarmut natürlich exorbitant steigen. Die Verschärfungen bzw. Verschlechterungen im Mietrecht durch Schwarz-Blau zeigen eindeutig die Handschrift, wohin der Weg geht. Schwarz-Blau ist der Anwalt der Zinshausbesitzer und der Reichen. Die Mietzinsverschlechterungen für die Mieterinnen und Mieter gehen weit in die Mittelschicht der Gesellschaft. Der als Wahlzuckerl versprochene Familienbonus unter Schwarz-Blau ist nicht treffsicher. Warum ist er nicht treffsicher? Weil ein Drittel der Familien von der Lohnsteuer befreit sind und daher nicht in den Genuss dieses Bonus kommen können. Vom Schicksal betroffene arbeitslose Menschen in Österreich werden sich verschärfen und massiv verschlechtern. Das Projekt 20.000 bei langer Arbeitslosigkeit der Generation 50 plus wird von Schwarz-Blau eiskalt abgedreht, obwohl WIFO erst vor wenigen Tagen diese Maßnahme als besonders sinnvoll anerkannt hat. Schwarz-Blau heißt Sozialabbau. Der Rückbau des Sozialstaates endet mit Hartz IV auf österreichischem Boden. Das ist besonders gemein von dieser Regierung, weil hier vor allem auch viele, viele österreichische Kinder betroffen sein werden und ich nenne es eine eiskalte Enteignung.
Ich möchte Politik für die zukünftigen Generationen machen. Daher ist mir Klima- und Umweltschutz besonders wichtig. Die Pariser Verträge, zu die sich die Republik Österreich bekannt hat, sind noch weit nicht in Erfüllung. Und hier gilt es anzupacken, die Menschen zu sensibilisieren. Sie werden und sie wollen auch einen persönlichen Beitrag leisten zum Umweltschutz. Ganz wichtig ist mir auch darauf hinzuweisen, dass sich unser Österreich in die richtige Richtung entwickeln muss. Die Rahmenbedingungen sind ausgezeichnet. Wir haben 3% Wirtschaftswachstum. Wir haben sozialen Frieden in diesem Land. Wir sind in keinen Angriffskrieg der Welt verwickelt. Wir leben in einem neutralen Staat mit hohen sozialen Standards. Passen wir gut darauf auf. Für alle interessierten Menschen, die sozial denken und dem Fortschritt zugewandt sind, gibt es zwei gute Angebote hier im Netz. Das eine wäre kontrast.at, ein Internetmagazin zu allen aktuellen politischen Themen. Und das zweite wäre natürlich von der SPÖ, worauf-warten.at. Es ist unser Plan A für Österreich.